melde Angern für die Gossau eine eigene Hundezucht. Sie hat die neue Rasse Continental Bulldog geschaffen, die auf nationaler Ebene anerkannt ist. Die Imelda Angern kann sich richtig aussuchen, wem sie einen Hund verkaufen will. Das ist natürlich das Allerschönste. Das Allerschönste vor allem, dass ich mir leisten kann, um einen Hund nicht zu geben, wenn ich das Gefühl habe, er hätte keinen guten Platz oder nicht den richtigen Platz. Er muss nicht einfach gehen, ich habe genug Angestellte, wir haben genug Platz. Ich kann einen Hund länger behalten, bis ich die richtigen Leute habe. Es scheint, dass die Imelda Angern mit ihrer neuen Rasse den richtigen Weg eingeschlagen hat und so ein Bedürfnis von Hundeliebhabern erfüllt. Die Kreuzung von einem English Bulldog und einem Old English Bulldog ist nämlich bei Hundehaltung gefragt und kommt gut an. Viel, viel besser, als wir gedacht haben. Vor allem gibt es jetzt im Ganzen schon über 4'000 Konti in dieser Zeit. Und die Leute, die diese Hunde haben, sind grösstenteils also absolut begeistert vom Wesen, von der Gesundheit. Die Grösse ist ideal für einen Familienhund. Und wichtig ist, dass wir Züchter einfach schauen, dass wir brave Hunde haben. Sozialtaugliche Hunde, die nicht und gute Nerven haben in der heutigen Zeit. Die Eigenschaften des Continental Bulldog machen es auch aus, dass diese Rasse nicht auf einer Kampfhundeliste geführt wird. Um die neue Rasse vorzustellen, ist die Imelda Angern häufiger Aussteller und tut da den ganzen Tag auf dabei. Darum ist sie froh, dass sie heute mit dem Luftsohlenjockey Wood einen bequemen und treuen Begleiter hat. Früher habe ich immer sofort die Schuhe von der Ausstellung abgetan und in die Autoschlappe gestiegen. Jetzt lohne ich es an, weil sie sind bequem. Der weichelastische Untergrund von dem Schuh ist für die Imelda Angern am Anfang gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich bin einfach am Anfang sehr müde geworden. Wenn ich 2-3 Stunden angehabe, bin ich einfach müde. Habe ich das Gefühl, die Beine sind müde. Die ich jetzt aber nie mehr habe, den ganzen Tag nicht. Oder? Ich denke, das ist einfach eine Sache, dass man andere Muskeln und Sehnen braucht, als in einem normalen Schuh. Also das ist jetzt meine Laieninterpretation. Mit dem Kibbut wird nämlich die Tiefenmuskulatur trainiert und er gibt einem die natürliche Haltung zurück. Der spezielle Schuh kostet knapp 300 Franken. Über den Preis hat sich die Hundezüchterin nie Gedanken gemacht. Wenn ich etwas gerne habe, dann kaufe ich es auch und wenn ich es will, oder? Lohne ich halt vielleicht etwas anderes sein, aber wenn ich etwas richtig will, dann kaufe ich es auch, wenn es etwas kostet. Der Kauf von ihrem Kibbut hat sie noch nie bereut. Ja, haben schon Leute gesagt, ob es sich lohnt, um so einen teuren Schuh zu kaufen. Dann sage ich, lohnt sich auf jeden Fall, weil man braucht praktisch keine, außer ein paar schöne Schuhe, braucht man keine andere mehr. Gerade für Hundehalter sei der Kibbut für Spaziergänge der perfekte Schuh. So sieht es zumindest die Imelda Angern. Man hat sehr einen guten Stand drin, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Und wir haben starke Hunde. Und wenn du mit Sandaletten unterwegs bist und 2 Rüden an der Leine hast, ist es nicht so gut. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Stand. Und vor allem tut es mir nicht weh, wenn es mit der Kralle neben draufsteht. Ich habe es also sehr gerne an, um zu laufen. Bis sie mit ihrem jüngsten Wurf gelaufen kann, geht es noch eine Weile. Vorne wird noch ein paar Mal geschlafen.